Verschiedenen Medienberichten zufolge gab es hunderte falsche Wahlzettel und tausende falsche Stimmen. Nach und nach werden die Wahlen vom letzten Wochenende zu einer immer größer werdenden Katastrophe. Teilweise wird sogar schon die Wahlwiederholung gefordert. Schauen wir uns mal ein paar dieser Fälle an. Los geht's! Letztes Wochenende gab es in Deutschland Wahlen, aber das betraf natürlich nicht nur die Europawahl. In vielen Orten fanden gleichzeitig auch noch die Kreiswahlen statt, die Bürgermeisterwahlen und noch ganz andere Wahlen. Allein in meiner Heimatgemeinde gab es zum Beispiel 4 Wahlen gleichzeitig und manchen fiel es schwierig, da dort überhaupt noch durchzusehen. Und bei so vielen Wahlen gleichzeitig, da liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass einige schief läuft und gleichzeitig dann die Spekulationen beginnen. Sind die Sachen bewusst schief gelaufen oder handelt es sich dort um Wahlbetrug? Oder gab es in einigen Fällen wie immer nur ein Komplettversagen der Behörden? Deswegen habe ich euch heute mal 3 große Themen mitgebracht und beginnen wir mal als erstes mit Berlin. Weil wie immer sind die Behörden in Berlin einfach zu dumm, eine reibungslose Wahl zu gewährleisten, alles ordentlich abzuwickeln, und offenbar liegt das an den vielen grünen Beamten in Berlin. Der RBB schrieb: Briefwähler bekommen in Berlin versehentlich Musterstimmzettel zugeschickt. Wieder eine Berliner Wahlpanne, wenn auch eine kleine. Rund 350 Briefwählern wurden fälschlicherweise Musterstimmzettel zur Europawahl am 9. Juni zugeschickt. Die Betroffenen müssen nun selbst aktiv werden. Alter Schwede, Berlin bekommt wirklich echt absolut nichts gebacken. Die bekommen es einmal nicht mal mehr auf die Reihe, die richtigen Stimmzettel zu verschicken. Wie kann man denn so inkompetent sein? Oder ist das vielleicht sogar gewollt? Ich meine, das ist jetzt zwar nur ein kleiner Bereich gewesen, aber trotzdem, wie kann man so einen Fehler machen? Und als man das Ganze dann bemerkt hat, dass man die falschen Stimmzettel verschickt hat, da wurden die Bürger zwar alle nochmal informiert, die den falschen bekommen haben, aber es war zu spät. Einige der Bürger haben nämlich diesen falschen Stimmzettel für die Wahl benutzt und der wurde dadurch automatisch ungültig. Und das ist wirklich krass, ja? Da macht man sich extra die Mühe, geht zu einem Wahllokal, gibt seine Stimme ab und dann ist die Stimme automatisch ungültig, nur weil die Behörden zu dumm sind, den richtigen Wahlzettel rauszuschicken. Also da kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich meine, erst bei den letzten Wahlen in Berlin gab es ja massive Probleme und die Wahl musste damals wiederholt werden. Das war damals schon peinlich genug. Und deswegen hätten wir doch jetzt alle gedacht, dass man gerade in Berlin jetzt extra aufpasst und mal eine ordentliche Wahl abliefert. Aber nein, erneut bekommen es die Behörden in Berlin nicht gebacken, eine fehlerfreie Wahl abzuliefern. Und das ist einfach nur noch peinlich. Aber okay, kommen wir mal zum zweiten Thema und diesmal geht es nach Westhofen in Rheinland-Pfalz. Als ich nämlich dort die Ergebnisse der Kreiswahl gesehen habe, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Hier mal die Ergebnisse der Kreistagswahl in Westhofen 1. Platz 1 die CDU mit 33,4%, Platz 2 die AfD mit 26%, Platz 3 die SPD mit 20% und so weiter und so fort. Wenn ich mir dann aber das Balkendiagramm anschaue, dann sehe ich dort nirgendwo den blauen Balken der AfD. Die Stimmen der AfD werden einfach in dem grauen Balken unter Sonstiges gezählt. Ich meine, selbst die FDP und die Linken mit ihren Ministimmen bekommen ihren gelben oder roten Balken. Aber die AfD wird einfach komplett ausgeblendet. Wie krass ist das denn? Da blendet man einfach mal ein Viertel aller Stimmen aus, weil einem das Ergebnis nicht passt und suggeriert damit, dass es in ganz Westhofen keinen einzigen AfD-Wähler geht. Also noch dreister kann man doch das Wahlergebnis nicht manipuliert darstellen. Unglaublich. Aber pass mal auf,
das wird noch krasser. Schauen wir uns mal die Stimmen und Wähler im Verhältnis an. Stimmberechtigte 1374, Wähler 414, also eine völlig unterirdische Wahlbeteiligung von nur 30%. Aber jetzt kommt's, pass auf. Ungültige Stimmen 15, gültige Stimmen 17.610, also insgesamt 17.625 Stimmen. Alter Schwede, es gab 414 Wähler für die Kreistagswahl und es gab 17.625 Stimmen. Das sind 42 Stimmen pro Wähler. Wie geht das denn? Ich meine, ich kenne es ja aus meiner Heimatgemeinde, dass die Wähler 3 Stimmen für einen Gemeindevertreter haben, um verschiedene Kandidaten reinwählen zu können. Aber in Westhofen hat jeder Wähler 42 Stimmen? Also, das ist doch höchst fragwürdig und suspekt. Und vor allen Dingen waren es ja nicht mal 42 Stimmen pro Wähler, sondern 42,57. Wie kann man denn als Wähler bitte schön eine 0,57 Stimme haben? Wird dort jemand nur halb gewählt? Oder hatten einige Wähler vielleicht mehr Stimmen und andere weniger? Also, wenn ich das Ergebnis dort sehe, dann ist das für mich extrem seltsam und hier besteht dringender Aufklärungsbedarf. Und sollte zufällig einer meiner Zuschauer unter euch sein, der in Westhofen gewählt hat und das Ganze versteht, wie es dort ablief, kann er das gerne mal in die Kommentare unter dem Video schreiben. Also für mich ist das wirklich sehr, sehr seltsam. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum dritten Thema und hier geht es jetzt um einen waschechten Wahlbetrug. Weil unter anderem konnte man im Internet folgende Twitter-Posts sehen, die sind teilweise viral gegangen und die machen mich echt fassungslos. Der Twitter-User Valurian schrieb: Wir machen gerade auf jeden Wahlzettel der AfD einen Strich, um die Zettel ungültig zu machen und der AfD-Wahlbeobachter bekommt nichts mit, weil er am Handy auf Twitter rumgammelt. Und der Twitter-User Jonas schrieb: Ich werde jeden Stimmzettel, wo AfD angekreuzt ist, ungültig machen, mein Wahllokal bleibt sauber. Und der Twitter-User Zuchti antwortete darauf: Wir auch. Ich bin Wahlhelfer und wir haben uns alle abgesprochen. Oder der Twitter-User Viktor Hugo Heinrich schrieb: Um Europa zu retten, müssen wir gewillt sein, die notwendigen Mittel einzusetzen. Daher habe ich mich als Wahlhelfer zur Europawahl gemeldet. Es schmerzt mich, solche Zettel und damit meine Zettel mit AfD-Stimme zu sehen, aber es erfüllt mich mit Genugtuung, ihn verschwinden zu lassen. Alter Schwede, wie krass ist das denn? Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl an Beiträgen, die man gerade auf Twitter in Bezug zum Wahlbetrug sieht. Und das macht mich wirklich fassungslos. Und zwar nicht nur die Straftat des Wahlbetruges an sich, sondern auch wie frech und wie dumm solche Sachen auch noch in der Öffentlichkeit gepostet werden. Und genau das hat mich dann aber zum Nachdenken gebracht. Weil selbst solche linksgrünen Bazillen sollten doch zumindest eine einzige Gehirnzelle haben, die ihnen sagt, dass man erstens solche Straftaten wie Wahlbetrug nicht begeht und zweitens damit erst recht nicht in der Öffentlichkeit prahlt. Und deswegen kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das Ganze nur Fake-Accounts sind, die solchen Schwachsinn verbreiten, weil ihnen einfach langweilig ist. Und ich meine, klar, eine 100% Bestätigung dafür bekommt man nur, wenn alle diese Typen angezeigt und von der Polizei vernommen werden. Eventuell macht sich ja einer von euch die Mühe und zeigt die alle an. Ich wäre wirklich sehr gespannt zu sehen, was dabei rauskommt. Aber so oder so, Wahlbetrug hin oder her oder auch Wahlversagen in Berlin hin oder her, wir sehen erneut ganz eindeutig, dass die Behörden in Deutschland nicht nur völlig überfordert mit den Wahlen sind, sondern dass unser Wahlsystem auch extrem anfällig für Betrug ist. Und eventuell sollte man hier mal über eine Verbesserung des Systems oder sogar über einen Systemwechsel nachdenken. Ich frage mich nämlich bis heute, warum die Grünen selbst nach dieser katastrophalen Politik
immer noch so viele Stimmen bekommen können. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Schaut euch mal hier das Wahlergebnis von Berlin an. Die Grünen sind in Berlin stärkste Kraft mit 19%. Was für eine Vollkatastrophe. Berlin ist wirklich komplett verloren. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.